Ungewohnte Bedingungen für Fußball-Drittligist Preußen Münster. Um den eigenen Trainingsplatz zu schonen, verlegte Trainer Pavel Dortchev die heutige Vormittagseinheit nach Gievenbeck. Genauer gesagt, auf den Rasenplatz an der Gievenbecker Reihe. Die wichtigste Nachricht für alle Preußen-Fans gleich zu Beginn: die in der Partie gegen Karlsruhe verletzt ausgeschiedenen Dominik Schmidt und Stefan Kühne nahmen am Trainingsbetrieb teil. Auch wenn der eine es erst einmal ruhiger angehen ließ. Dominik Schmidt hat heute dosiert trainiert, etwa vorsichtig heute. Und morgen werden wir nochmal testen. Sieht aber gut aus, auch bei ihm. Er könnte schon heute trainieren. Bei Stefan Kühn ist alles wieder in Ordnung. Also einziger Spieler, der jetzt diese Woche ausgefallen ist, ja Fabi Hergese. Der hat gestern beim Training so leichte Stechen in der Wade bekommen. Und er würde definitiv in Erfurt nicht spielen können. Und bei Dominik Schmidt ist ja noch offen. Und wer jetzt schon seit ein paar Tagen schon verletzt ist ja Kevin Scheuneberg. Fabian Hergesell wird in Erfurt also nicht mit dabei sein. Über den Einsatz von Dominik Schmidt steht noch ein Fragezeichen. Kevin Schöneberg ist ohnehin längere Zeit auf Eis gelegt. Doch trotz dieser kleinen Personalprobleme strotzen die Adlerträger vor Selbstbewusstsein. Die Mannschaft weiß, dass sich der lange Atem in der bisherigen Saison nun endlich auszahlen kann. Die Wochen der Wahrheit sind längst angebrochen. Aber auch die verbliebenen 4 Partien müssen erst einmal erfolgreich bestritten werden. Und gleich die kommende Aufgabe in Erfurt ist nicht zu unterschätzen. Nur gut, dass Trainer und Spieler sich der Ausgangslage bewusst sind. Gegen die Oberen haben wir uns immer ein bisschen besser getan, das stimmt schon. Aber letztendlich, es gibt keine einfachen Spiele mehr. Und wir wissen, dass wir auch gegen die, und ich denke, spätestens seit dem Saarbrücken-Spiel ist, glaube ich, jedem klar, wenn wir nur ein paar Prozent weniger tun, dann reicht es einfach nicht. Und ich denke, das hat nochmal unsere Sinne geschärft, das Spiel. Ich glaube jetzt nicht, dass wir einen oder andere Gegner unterschätzen werden, weil auch die Gegner, die wir haben jetzt, die auf uns zukommen, sind auch Mannschaften, die Punkte brauchen, die spielen gegen Abstieg. Und das sind auch undankbare Spiele für uns. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt am Samstag gegen Erfurt erstmal dranbleiben und nicht denken, jetzt haben wir Lauf, läuft viel von alleine. Im Gegenteil, jeder Spiel ist für sich alleine. Und das ist auch jetzt der Fall am Wochenende in Erfurt. Aus den letzten 9 Partien holten die Preußen 21 Punkte. Das ist natürlich im gesamten Umfeld und der Stadt nicht verborgen geblieben. Die Karten für die restlichen Heimspiele im Preußenstadion finden reißenden Absatz. Die Euphorie bei den Fans ist riesengroß. Ja, man kann schon sagen, zweitligareif. Und das saugen wir natürlich auf und uns freut es natürlich, dass wir da noch mal ein paar Begehrlichkeiten in der Stadt geweckt haben. Aber letztendlich, wir wissen, dass wir 4 Spiele noch haben, die sehr schwierig sind, und wir konzentrieren uns voll darauf. Das ist ja schön, das ist ja gut so, soll auch so sein. Ich habe auch immer gesagt, diese Euphorie müssen wir mitnehmen, weil wir selber uns davon profitieren. Aber wir müssen jetzt nicht nur träumen und uns denken, was passiert, wenn. Es ist noch nichts passiert, wir haben schwere Spiele vor der Brust, 4 Spiele. Mit dem Pokalspiel 5 Spiele, und diese 5 Spiele müssen wir sauber bestreiten. Das ist ja das, was zählt letztendlich. Der Liga-Endspurt ist also im vollen Gange. Die Adlerträger sind für die entscheidenden Spiele gewappnet und haben ein Riesenplus, den mannschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben uns die Woche nochmal getroffen, aber ganz gemütlich zum Essen, nur nach dem zweiten Training am Dienstag. Aber wir haben sowieso so einen super Zusammenhalt in der Truppe, und ich denke, jeder weiß, um was es geht und was wir für eine Riesenchance haben. Aber wie gesagt, wir müssen sehr, sehr konzentriert arbeiten, und dann wird das.